sich komisch an, gell, hier wieder zu sein. Ich habe gedacht, back to the roots, aber wir wollen vor. Das Schöne ist, dass es nicht aufs Gebäude ankommt oder wo wir sind, wie das ausschaut, sondern dass es auf den Herrn ankommt. Amen. Und das Gute ist, dass Gott mit uns geht. Und dass er hat gesagt, geht mit uns, wo wir hingehen auch, ja, und er geht auch mit uns wieder ins alte Gebäude, Halleluja. Und auch wenn wir vielleicht nächste Woche wieder wo ganz anders sind, er ist auch mit dabei. Und das ist das Allerwichtigste und darauf wollen wir heute uns auch konzentrieren und dafür möchte ich jetzt auch beten. Ja, lieber Herr, wir kommen jetzt von ganzem Herzen zu dir und es ist so gut, dass du bei uns bist, dass du uns auch durch diese Zeit jetzt durchführst, Herr, wir haben uns das nicht so vorgestellt, Herr, aber du hast es schon gewusst und du hast schon gewusst, was da kommt und du bist nicht schockiert und ich danke dir, dass wir mit all unseren Dingen, all unseren Lasten auch und was uns beschäftigt, dass wir zu dir kommen können und ich danke dir, dass du dich um deine Gemeinde kümmerst, Herr, dass du sie liebst und dass du schon alles vorgeplant hast, Herr, dass du auch der Versorger und Vorsorger bist, dass du schon vorgesorgt hast, Herr, und dass wir uns total darauf verlassen können, dass du einen guten Weg für uns als Gemeinde auch hast. Und ich danke dir jetzt für jeden, der hier ist, Herr. Ich danke dir für den Heiligen Geist, dass er schon hier ist. Heiliger Geist, wir empfangen dich, wir heißen dich total willkommen. Wir brauchen dich und ich danke dir, dass du jetzt wirkst, dass du unter uns bist und darauf wollen wir uns jetzt unser Herz ausrichten und uns konzentrieren, dass du hier bist, mitten unter uns. Amen. Halleluja. Ich darf auch die begrüßen im Livestream. Ja, ihr habt euch wahrscheinlich auch gewundert über den Anblick heute, aber jetzt haben wir genug davon gesprochen. Wir wollen weitergehen in dieser Serie, die wir haben, vielleicht, der Heilige Geist in deinem Leben. Wir sind schon beim Teil 8 und ihr denkt vielleicht, Mann, wie weit geht denn das noch? Ja? Wie lange will der noch über den Heiligen Geist sprechen? Und ich habe mir heute früh gedacht, wir wollen Erweckung, Amen. Das hört man immer wieder bei den Christen oder in den Gemeinden. Irgendwie sehnt man sich nach Erweckung und wenn wir von Erweckung sprechen, dann sprechen wir davon, dass wirklich Dinge durchbrechen, die wir in der Bibel lesen. Ja, wir lesen so großartige Dinge in der Bibel und denken manchmal, ja, wo sehen wir das? Ja? Und weil Gott hat sich nicht verändert. Gott ist derselbe. Er hat seine Worte nie zurückgenommen, er hat seinen Geist nicht verändert, er hat denselben Willen, dieselbe Liebe und trotzdem in vielen Bereichen sehen wir oft die Dinge nicht, die wir in der Bibel lesen, aber wir würden es gern sehen, Amen. Wir sehnen uns danach und ich glaube auch, dass Gott uns das schenken möchte, absolut und wir sollten auch wirklich nicht nachlassen, uns danach auszustrecken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist kennenlernen. Wir haben letzte Woche oder wir haben in den letzten Wochen viel über ihn gesprochen und es ist so wichtig, dass wir ihn als Person kennen. Letzte Woche eben haben wir davon gesprochen, dass er unser Lehrer ist, der uns in alle Wahrheit führt, der uns eben diese Dinge des Wortes Gottes lebendig macht, dass wir das erleben. Und tatsächlich, die letzten Wochen, wir erleben oder wir hören von Leuten, die Erlebnisse mit dem Heiligen Geist machen. Das begeistert uns einfach. Ja? Und deswegen glaube ich auch, dass wir in diese Richtung weitergehen sollen und uns danach ausstrecken sollen. Und wir beten auch, dass zu Hause ihr im Livestream richtig getoucht werdet vom Heiligen Geist, berührt werdet und irgendwie... Weil viele sind heute im Livestream dabei, weil sie einfach keinen Platz mehr gekriegt haben heute Morgen. Also ihr, die hier seid, ihr seid jetzt echt, ihr habt's gut, ja, ihr dürft hier sein, aber ihr habt's auch gut zu Hause. Der Heilige Geist ist auch bei euch. Und ich habe ja selber, also ich bin auch selber jemand, der echt sich total nach dieser Erweckung sehnt.
Und deswegen habe ich auch in der Vergangenheit immer mal Reisen unternommen, weil ich wollte sehen in anderen Ländern, wie das ist, wenn Gott einfach in mächtiger Weise sich bewegt. Und ich durfte ganz oft nach Brasilien reisen oder nach Argentinien, wo Gott wirklich, würde ich schon mal sagen, in einem größeren Maß wirkt, ja. Wenn da Gemeinden, ich habe mit Pastoren, ich habe gute Freunde dort in Brasilien, ich habe mit Pastoren gesprochen, die gesagt haben, unsere Gemeinden waren auch lange, jahrzehntelang kleine Gemeinden, 60, 70 Leute, vielleicht mal 100. Es gab kaum größere Gemeinden in Brasilien. Und dann kam der Heilige Geist. Halleluja. Und es hat sich alles verändert. Und heute sind das Gemeinden mit 2, 3, 4, 5.000, 10.000, 20.000 Menschen, die am Sonntag zusammenkommen. Und auch noch größere. Auch in Argentinien das Gleiche. Der Pastor Raul, der auch schon öfter hier war, der hat mir erzählt, der Heilige Geist, der hat den ganzen Unterschied gemacht. Als sie gelernt haben zusammen, er hat diese Aussage gemacht. Pastor Raul ist Pastor in La Plata, das ist in der Nähe von Buenos Aires. Die mussten teilweise 4 Gottesdienste am Sonntag machen, obwohl sie also einen viel größeren Raum hatten als wir drüben in der Halle. Die mieten jetzt so eine Basketballarena, weil da 4.000 bis 5.000 Leute zusammenkommen am Sonntag. Und das ist einfach richtig stark. Und er hat damals diese Aussage gemacht. Er hat gesagt, Heiliger Geist, sei du der Pastor unserer Gemeinde. Ja? Und das wünsche ich mir auch, dass der Heilige Geist hier das Sagen hat, dass er hier tun kann, was er will. Und das ist etwas, wo wir uns alle danach ausstrecken können. Ja? Und ich glaube, wenn wir dieses Verlangen haben, dem Heiligen Geist den Raum zu geben, ihn wirken zu lassen, erstmal ganz persönlich in unserem Leben und dann auch im Leben der Gemeinde. Ja? Und das wird so einen Unterschied ausmachen, weil ohne den Heiligen Geist ist Erweckung gar nicht möglich, ja? Weil er ist der Geist des Lebens. Ja? Und wenn wir von Erweckung sprechen, dann bedeutet das, dass das lebendig wird, was Gott schon in uns reingelegt hat. Sein Leben, dass wir das erkennen und dass wir in dem leben, was er uns schon geschenkt hat. Ja? Und das bewirkt der Heilige Geist, dass Jesus uns immer lebendiger wird, immer realer wird, dass wir ihn immer mehr lieben, dass wir immer mehr das tun wollen, was er will, dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen und ihm unterordnen. Und wie gesagt, wir haben viel über den Heiligen Geist schon gesprochen und ich möchte heute einen Schritt weitergehen und ein Thema ansprechen, was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist. Und da gibt es auch viel Verwirrung oft um den Heiligen Geist, weil da gibt es so viele Vorstellungen, wie der Heilige Geist ist oder wie er nicht ist. Und ich möchte heute über das Thema sprechen, dass er eben uns erfüllt, dass er der Erfüller ist, dass er uns tauft, dass er uns Kraft gibt. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Reihenfolge. Ja? Wir haben ja das Thema der Heilige Geist in deinem Leben. Und ich habe das noch mal als Unterüberschrift: das Werk des Heiligen Geistes im Leben des Gläubigen. Und als erster Punkt, was er für dich sein möchte und für dich tun möchte. Erstmal für dich als Gläubiger persönlich, was er für dich tun möchte. Und wir werden dann auch noch sprechen, was der Heilige Geist durch dich für andere tun möchte. Aber wir müssen erstmal wissen, wer der Heilige Geist für uns ist, was er uns für uns sein möchte und uns tun möchte. Und er möchte uns erfüllen mit sich selbst. Die Bibel spricht davon, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Er möchte uns taufen. Jesus hat gesagt, dass er uns taufen möchte im Heiligen Geist. Das heißt richtig, dass wir von ihm total eingenommen werden vom Heiligen Geist. Ja? Und das hat damit zu tun, dass auch seine Kraft
auf uns kommt. Und das wiederum sind diese übernatürlichen Zuteilungen, oder die Bibel nennt es auch Salbung. Vielleicht hast du diesen Begriff schon mal in der Bibel gelesen, die Salbung. Und das ist göttliche Ausrüstung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Weil wir sehen ja auch in der Bibel, wie Männer und Frauen Gottes Dinge vollbracht haben, die sie selber aus eigener Kraft niemals hätten tun können. Aber durch die Salbung und die Kraft des Heiligen Geistes und seine Zuteilung und seine Erfüllung werden ganz normale Menschen wie du und ich ja fähig, Dinge für Gott zu tun, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Halleluja. Und das ist das, was ich auch in den Erweckungsgebieten oder was ich da in Brasilien gesehen habe, wie Gott wirklich ganz normale Leute benutzt. Und mein Freund Schutzen zum Beispiel, das ist so, wenn du mit dem Kaffee trinkst, hey, der ist so ein Typ wie du und ich, ja. Aber wenn der die Gitarre nimmt und nach vorne geht und sein Herz öffnet für Gott, da spürst du, kommt die Gegenwart Gottes, ja. Und wir haben das erlebt in den Gottesdiensten in Brasilien, dass während er spielt, die Menschen geheilt werden, gerettet werden. Da fließen die Tränen, weil sie Menschen Gott erleben, ja. Also das kann aber, das hat nichts mit dem Mann zu tun. Ja? Das ist einfach, wenn der Heilige Geist auf ihn kommt, ihn gebraucht und seine Kraft durch ihn wirkt. Ja? Und der Heilige Geist ist dasselbe hier. Halleluja. Und er möchte auch uns gebrauchen. Ja? Jesus hat ja gesagt, ihr werdet, wer an mich glaubt, der wird dieselben Werke tun, wie ich getan habe und sogar noch größere. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir sagen, wie soll ich das können? Ja, du kannst es auch nicht. Aber wenn der Heilige Geist auf dich kommt, wenn er dich erfüllt, ja, wenn seine Kraft auf dich kommt, dann ist es möglich. Halleluja. Ich durfte selber auch schon Hände auflegen auf Leute, die, ich habe euch, glaube ich, mal das Beispiel das erzählt, was mir in Hannover passiert ist. Am Ende vom Gottesdienst kommt eine Frau wirklich total verkrümmt. Die ist ganz schief gelaufen. Sie hatte ein verkrümmtes Rückgrat. Und eigentlich hat es mich ein bisschen genervt. Der Gottesdienst war schon längst vorbei. Alle Leute waren schon beim Kaffee trinken. Und dann kam diese Frau und wollte noch für sich beten. Ich war tatsächlich innerlich ein bisschen genervt, war gar nicht so liebevoll vielleicht mit ihr. Die wollte dann doch, dass man für sie betet. Und dann habe ich es halt doch so ein bisschen fast widerwillig, weil Gott das eben gesagt hat, wir sollen die Hände auf die Kranken legen. Ja? Habe ich die Hand aufgelegt und auf einmal fängt die das Schreien an. Ja? Was habe ich jetzt gemacht? Ja? Sie schreit und es kracht, man hat es krachen hören, ihr Rückgrat oder was immer da gekracht hat. Auf einmal schmeißt sie sich auf den Boden. Dann sage ich, was ist denn jetzt los? Ich will nur was ausprobieren, hat sie gesagt. Weil sie konnte niemals sich gerade auf dem Rücken legen, weil entweder war ihre Hüfte am Boden, dann war die Schulter oben, oder die Schulter war unten, dann war die Hüfte oben, weil einfach ihr Rückgrat so verdreht war. Und dann lag sie da am Boden und schreit, sagt sie, ich lieg gerade. Sie hat gesagt, es ist alles gerade, ja. Und also ich war selber, wow, das hat jetzt mit mir auch wirklich nichts zu tun gehabt. Ja? Das kann nur Gott. Ja. Aber hallo, ich bin auch nichts Besonderes. Ja. Und das Schöne ist, Gott benutzt ganz normale Menschen wie dich und mich. Und er schenkt seinen Geist auf uns. Ja. Auch die Jünger damals, was waren das für Leute? Jesus hat sich ganz normale Leute rausgesucht. Er hat nicht irgendwie besonders Raketenkonstrukteure oder irgendwas, die irgendwie herausragende Persönlichkeiten. Er hat so richtig Leute von der Straße genommen, einfach fast so gewöhnlicher, desto besser. Und er hat sie ausgerüstet. Er hat ihnen seine Kraft gegeben. Und genau das Gleiche will Gott hier auch tun. Und er möchte dich stärken, er möchte dich ermutigen, möchte dich mit seiner Liebe ausstatten, göttliche Kraft verleihen. Und genau das wollen wir uns heute
anschauen, dass der Heilige Geist, dass wir ihm erlauben, uns zu erfüllen. Ja? Wir haben ja schon davon gesprochen, dass wenn wir Jesus Christus in unser Leben als Herrn angenommen haben, dass der Heilige Geist in uns hineinkommt, ja? Dass er in unser Leben kommt, dass er in uns lebt. Und das sagt die Bibel, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist oder eine Wohnung für den Heiligen Geist ist. Und das ist gewaltig, genau. Die Sibylle hat schon richtig. Mir fehlen ja oft die Worte, weil man kann es nicht richtig ausdrücken. Aber der Heilige Geist, er will nicht nur in uns sein, er will auf uns kommen und uns mit Kraft ausstatten. Halleluja. Und wir können alle gut Kraft brauchen, ja. Erstmal für uns persönlich und dann auch, dass wir dann anderen damit dienen können. Ich habe es mal so verglichen, dass es tatsächlich verschiedene Arten und Weisen gibt, den Heiligen Geist zu erleben. Das ist so ähnlich wie mit Wasser. Du kannst Wasser trinken und dann stillst deinen inneren Durst, aber du kannst dich mit Wasser auch duschen. Ja? Und es hat eine andere Wirkung, aber es ist dasselbe Wasser. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Was er in uns bewirkt, indem er in uns wohnt, ist eine Sache, aber wenn er über uns und auf uns kommt, das ist wieder eine andere Sache und das ist eine andere Wirkung. Und ich möchte heute ein paar Beispiele aus der Bibel, wir werden ziemlich viele Bibelstellen anschauen, wenn wir so weit kommen. Da, wo Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, ja, und wir sehen es auch, dass Jesus das angekündigt hat. Als er noch auf der Erde war, kurz bevor er zum Vater in den Himmel gegangen ist, hat er das angekündigt, dass er das möchte, dass seine Jünger erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Und viele kennen ja die Bibelstelle, aber ich möchte einfach heute ein paar Bibelstellen so in den Zusammenhang stellen. Und Apostelgeschichte 1, Vers 4, und da heißt es, als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen. Also in Kürze. Und das war kurz vor dem Pfingstfest eben. Und das war auch eben zu dem Zeitpunkt, wo Jesus, kurz bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, macht Jesus diese Ankündigung. Ihr werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Und das ist jetzt so ein Ausdruck, den findet man öfter in der Bibel. Das ist auch ein Synonym für erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ja, oder dass der Heilige Geist auf uns kommt. Und diese Aussage hat Jesus zu einem Zeitpunkt gemacht, wo die Jünger schon quasi wiedergeboren waren, denn Jesus hatte sie schon angehaucht. Wir kennen diese Stelle vielleicht aus Johannes 20, 21, wo es heißt, und er hauchte sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Ich glaube, das war der Moment, wo die Jünger wiedergeboren wurden. Aber er hat gesagt, jetzt wartet auf den Heiligen Geist, dass er auch auf euch kommt und ihr getauft werdet, erfüllt werdet. Weil in Vers 8 sagt er dann, denn ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also das hat Jesus angekündigt, hat gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet, bis ihr getauft werdet, bis diese Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt. Also wir sehen, dass es ein zusätzliches Wirken des Heiligen Geistes ist. Und die Jünger haben es getan. Die waren gehorsam, haben sich versammelt in Jerusalem, haben sich eingeschlossen in einem Raum, kamen zusammen, um zu beten. Das heißt, dass sie in Einmütigkeit versammelt waren. Und dann können wir lesen in Apostelgeschichte 2, wie der Heilige Geist gekommen ist. Und dann heißt es da in Vers 4, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt.
oder eben getauft, so wie Jesus das angekündigt hat. Deswegen kann man diese Begriffe auch austauschen. Jesus sagt, ihr werdet getauft werden im Heiligen Geist. Hier steht dann, sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und das ist auch jetzt so wichtig. Weil ich möchte auch über das Sprachengebet oder das Sprachenreden, diese neuen Sprachen, die Gott schenkt, sprechen. Weil da gibt es auch so viel Verunsicherung und so viel Verwirrung drüber. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, was das Sprachengebet für uns bedeutet. Weil das hat so eine Kraft für uns Christen. Ne? Und es ist schade, wenn viele Christen das nicht gebrauchen. Und deswegen möchte ich heute das hier auch mitsehen. Also zunächst mal sehen wir, als die Christen erfüllt wurden vom Heiligen Geist, fingen sie auch an, in neuen Sprachen zu reden. Ja? Und es heißt, alle fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Das ist also, das ist schon mal ein Hinweis, dass das wirklich eine Gabe ist oder dass das etwas ist, was Gott den Christen schenken möchte. Und wir werden gleich noch mehr Schriftstellen anschauen, wo wir sehen, dass immer wenn die Rede von dem Sprachenreden ist, dass es immer alle empfangen haben. Ja? Okay, sie wurden auch mit Kühnheit und mit Kraft erfüllt. Also es ist nicht nur der Heilige Geist ist nicht nur Sprachenreden, sondern sie wurden mit Kühnheit und Glauben und mit Kraft erfüllt, dass sie plötzlich echt keine Angst mehr hatten. Ja, vorher waren die Jünger eher so ein bisschen ängstlich, haben sich eingeschlossen aus Angst vor den Juden, vor den Römern. Und auf einmal waren sie mutig, waren in der Öffentlichkeit, haben Jesus verkündet. Halleluja. Und das können wir auch brauchen. Amen. Mehr Mut, mehr Freimütigkeit, Furchtlosigkeit. Der Heilige Geist, von ihm heißt, er ist nicht der Geist der Furchtsamkeit, er ist kein ängstlicher Geist, er ist ein sehr kühner Geist, Halleluja. Er ist voller Kraft und voller Liebe, voller Leidenschaft, voller Leben. Und es ist so gut, wenn wir von ihm erfüllt werden, immer mehr. Und ich möchte euch ein bisschen die Angst davor nehmen. Ja, manche haben so, oh, wenn ich, was passiert mit mir, wenn ich mich so dem Heiligen Geist so arg öffne? Ja, ja, da können schon Sachen passieren mit dir, wo du vielleicht noch nicht mit gerechnet hast. Ja, aber wir müssen keine Angst davor haben, weil er ist der Geist Gottes. Und Jesus hat auch mal gesagt, wenn wir den Vater um etwas Gutes bitten, dann gibt er uns nicht was Negatives, weil ich weiß, es gibt auch Menschen, die haben, oder Christen auch, die haben Angst davor, dass man dann irgendwie von einem falschen Geist da beeinflusst ist. Aber wenn wir Gott um den Heiligen Geist bitten, und wir dürfen ihn bitten, steht in Lukas 11, steht, dass wir den Vater bitten können um den Heiligen Geist, und er wird uns dann nicht was Negatives geben, sondern den guten Heiligen Geist. Und Halleluja. Aber das ist eben, ja, ich mache mal weiter, ja. Ich möchte euch ein paar Schriftstellen zeigen, wo Menschen im Neuen Testament erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Dass wir sehen, das ist etwas, was Gott uns schenken möchte, seinen Kindern, dass er auch möchte, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, immer mehr. In Apostelgeschichte 9, Vers 17 lesen wir, wie der Apostel Paulus, der damals erstmal noch nicht ein Apostel für Jesus war, sondern war sogar gegen Jesus, er hieß ja nicht Paulus gleich, sondern Saulus, und er hat die Gemeinde verfolgt, er wollte diese ganze Bewegung um Jesus niederschlagen. Er hat sie als Sekte bezeichnet und er war richtig eifrig. Er hat sogar Leute dafür gesorgt, dass Nachfolger von Jesus, dass Stephanus zum Beispiel, dass er gesteinigt und getötet wurde. Er hat geschaut, dass Nachfolger von Jesus ins Gefängnis gesteckt wurden. Aber er hat nicht mit Jesus gerechnet. Und er war wieder unterwegs und wollte in Damaskus Christen verfolgen und auf dem Weg nach Damaskus begegnet ihm Jesus, ja, oder hat er eine Begegnung mit Jesus.
Und es heißt, dass er erstmal blind war, dass er nicht sehen konnte und er musste geführt werden. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 9, Vers 17, oder in den Versen davor, wenn du das lesen möchtest, der Zusammenhang, dass Gott zu einem Jünger namens Ananias gesprochen hat und hat gesagt, dass er zu diesem Saulus oder Paulus, oder da hieß er noch Saulus oder Saul, dass er zu dem gehen soll und dem die Hände auflegen soll und für ihn beten soll. Und natürlich, der Ananias hat erstmal ein kurzes Gespräch mit Gott gehabt, hat gesagt, ist es nicht der, der uns alle ins Gefängnis stecken möchte? Ja? Und Gott sagt, du kannst zu ihm gehen, ist alles gut, ich kümmere mich darum. Ja? Und dann heißt es hier, Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm, also dem Saulus oder Saul, die Hände auf und sprach, Bruder Saul, also er spricht ihn schon als Bruder an, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Halleluja. Das war Gott ganz wichtig, dass auch der Saul oder der gerade sich zu Jesus bekehrt hat, dass er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Ja, das war, er hat extra diesen Ananias beauftragt, hinzugehen, für ihn zu beten, dass er erstens mal wieder sehend wird und mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Hier steht jetzt nicht unbedingt, dass er dann in Sprachen geredet hat, aber wir wissen von späteren Schriften, dass Paulus sehr wohl in Sprachen geredet hat, ja, weil er hat in 1. Korinther 14, 18 geschrieben, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Also ich gehe mal davon aus, dass er auch, als er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, dass auch er diese Fähigkeit von Gott bekommen hat, in diesen neuen Sprachen zu reden, eine neue Sprache zu bekommen. Und ich erkläre euch dann noch, auch was das mit dieser neuen Sprache auf sich hat. Weil es ist eine Gebetssprache, die Gott uns schenken möchte, dass wir alle Zeit mit Gott in Verbindung sein können. Und das ist so was Wertvolles. Und so was, also, der Ananias legte Paulus die Hände auf, er wurde erfüllt und ja, ich weiß nicht, ob er sofort in neuen Sprachen gesprochen hat, aber wir wissen, er hat angefangen, irgendwann auch in neuen Sprachen zu sprechen. Und das ist etwas, was wir jetzt weiter sehen werden, auch in der Apostelgeschichte 10. Das war eine Begebenheit von Petrus. Petrus wurde beauftragt, nämlich von Gott damals ganz speziell in ein Haus zu gehen von einem römischen Hauptmann. Und das war natürlich was ganz Neues für die Juden. Sie durften ja gar nicht in das Haus von den Heiden reingehen, von Nichtjuden. Das war ja unrein. Aber Gott hat gesagt, dass er gehen soll, dass er nicht für unrein erklären soll, was Gott als rein bezeichnet. Und dieser römische Hauptmann war jemand, der sich nach Gott ausgestreckt hat. Er wollte irgendwie mehr von Gott haben. Und wisst ihr was, immer wenn jemand mehr von Gott will, das sieht Gott. Ja. Der Petrus hat sogar zu ihm gesagt, deine Alm, oder nee, das waren die Engel, da kamen ein paar Engel zu dem Cornelius und haben zu ihm gesagt, deine Gaben und deine, das was du getan hast, dein Verlangen und deine Almosen, die du gegeben hast, das ist aufgestiegen zum Himmel, das ist im Himmel bekannt, ja. Also im Himmel sieht man schon, was wir hier tun und das wird schon registriert. Und unser Verlangen und unsere Sehnsucht nach mehr von Gott, das ist im Himmel, wird das schon also zur Kenntnis genommen. Und es wird auch darauf reagiert. Halleluja. Und Gott hat extra das veranlasst, dass der Petrus mit ein paar Leuten zu diesem Cornelius, so hieß nämlich der Hauptmann, in das Haus kommt, um ihm das Evangelium zu verkünden. Und der Petrus ist da hingekommen und sie haben angefangen, von Jesus zu verkünden. Und dann heißt es
in Apostelgeschichte 10, Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, er war also mitten in der Predigt, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Halleluja. Das ist auch so ein Ausdruck, dass eben der Heilige Geist auf Menschen kommt. Ja? Er fällt auf Menschen. Ja? Er fiel der Heilige Geist. Und tatsächlich habe ich das in Brasilien auch schon erlebt, dass während der Predigt, und wir legen ja immer so viel Wert auf unserer Predigt, und manchmal denkt Gott, oh, ja, ist ja schön, ist ja gut, ja, ist ja richtig, dass wir sollen ja predigen. Ja. Predigen sind auch wichtig, aber das Wichtigste ist sein Leben. Ja. Er selbst ist Gott selbst. Ja. Und der Heilige Geist ist Gott selbst. Ja. Und wenn der Heilige Geist dann fällt, dann ist die Predigt auf einmal nicht mehr so wichtig. Und ich habe es wirklich auch in Brasilien erlebt, wie der Heilige Geist während der Predigt in die Versammlung reingefallen ist, sozusagen. Ja. Und dann, ich durfte zum Beispiel, ich durfte in einem Abend, da war ich in Rio de Janeiro, stellt euch vor, aber so schön ist es da gar nicht, wie man oft denkt. Das ist eigentlich eine ziemlich üble Stadt, also wir haben da Schießereien und alles miterlebt. Aber wir waren in der Gemeinde, ich war da zum ersten Mal, ich habe die Leute alle gar nicht gekannt, die wollten aber unbedingt, dass ich damit hinkomme. Und ich hatte an dem Abend ein Wort auf dem Herzen, einfach so was ganz, ich habe gedacht, naja, so ein Eindruck über die Gemeinde, da ging es um Versöhnung oder so und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und ich kam ans Mikrofon nach vorne, durfte da und wollte eigentlich predigen an dem Abend, ja, und hat gedacht, naja, ich gebe erstmal den Eindruck, den ich so habe, weiter und sage so, ja, ich habe noch, glaube ich, ein spezielles Wort für euch als Gemeinde vom Heiligen Geist und ich spreche das aus und auf einmal fangen die alle an zu heulen, ja, aber wirklich alle, ja, die haben so laut geheult, die ganze Gemeinde, das waren, weiß nicht, 200 Leute, ja, ich konnte nicht mehr predigen. Meine Predigt war zu Ende. Ich wusste dann auch ehrlich gesagt nicht mehr, was ich machen soll. Die waren alle am Boden und Rotz und Wasser, also was man sich so, wie man sich so vorstellt. Und ich wusste dann auch nicht, war das jetzt gut oder war es jetzt schlecht, was ich da gemacht habe. Ja. Ich war mir keiner Schuld bewusst. Irgendwie so. Also ich habe mir nur gedacht, ja, was habe ich jetzt getan hier? Ich wollte eigentlich nur ein Wort weitergeben. Ja. Aber es war offensichtlich das richtige Wort. Ja. Also irgendwie, der Pastor hat mir nachher gesagt, dass ich hätte irgendwie so genau so einen Punkt getroffen, was die ganze Gemeinde gerade... ja, irgendwie so ein Schlüssel, ja. Und das hat ungefähr echt eine halbe Stunde gedauert. Es war echt ein richtiges, ja, nicht nur Heulen, das war richtig ein Geschrei fast, ja. Das war richtig laut, man hat mich nicht mehr, mein Mikro hat man nicht mehr gehört, ja. Das war so laut. Ich glaube, das war der Heilige Geist, ja, der die Menschen berührt hat, überführt hat, in irgendeiner Sache, die nicht in Ordnung war, vielleicht zwischen ihnen und Gott. Ich wusste dann ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz genau. Wir haben dann noch Abendmahl gefeiert, weiß ich. Das hat dann der Pastor übernommen. Und weil ich hatte echt, ich war selber, habe ich selber auch so noch nicht erlebt, muss ich sagen. Und auch hier war das so, also ich komme irgendwie ein bisschen vom Text weg, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, das waren jetzt die Juden, ja, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Also die waren auch ein bisschen schockiert jetzt oder ein bisschen, puh, was ist das jetzt, ja? Dass auch auf die Nationen, also die Nichtjuden, die Nationen werden in der Bibel bezeichnet, die Nationalitäten oder die Völker, die eben keine Juden sind, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Halleluja.
Also der Heilige Geist hat diese Heiden, sage ich jetzt mal, diese Nichtjuden erfüllt, einfach weil sie hungrig waren, weil sie sich danach ausgestreckt haben, dieser Cornelius, ja, und sein Haus, seine Familie. Und für die Gläubigen, die dabei waren, sie erkannten das daran, dass es war offensichtlich ein Zeichen für sie, hey, die reden ja genauso in diesen neuen Sprachen, wie wir das am Anfang erlebt haben. Ja? Für sie war das ein Zeichen, oh, das war jetzt der Heilige Geist. Ja? Vielleicht haben die Brasilianer damals auch in neuen Sprachen gebetet, als sie da geschrien haben, aber ich habe es ja nicht unterscheiden können, ob das jetzt Portugiesisch war oder ob es neue Sprachen war. Also alle redeten in neuen Sprachen da. Also es heißt hier, zumindest gehe ich mal davon aus, dass es alle waren, weil es wird allgemein so ausgesprochen. Und das war für die Jünger, die mit Petrus dabei waren, ein äußeres Zeichen, dass auch der Heilige Geist auf diese Menschen gekommen ist. Ja. Also das war wohl in der damaligen Zeit irgendwie auch normal, dass sowas passiert. Also natürlich war das jetzt was Neues, weil es bei den Heiden war, aber das gehörte irgendwie mit dazu, dass die gläubig waren, auch erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Ich möchte noch eine Stelle lesen, die das so deutlich macht. In Apostelgeschichte 19, da begegnet der Apostel Paulus ein paar Jünger aus Ephesus. Und da heißt es, Apostelgeschichte 19, ab Vers 1, es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hat, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, und diese Frage finde ich interessant. Also, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Das ist doch eine interessante Frage, oder? Dass der Paulus so eine Frage stellt. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Also man kann gläubig geworden sein an Jesus und der Paulus fragt trotzdem, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und das ist auch meine Frage heute, weil ich glaube, dass es immer noch mehr vom Heiligen Geist gibt, auch wenn man schon gläubig ist und wenn man schon Jesus in seinem Leben hat. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und dann die Antwort, sie aber sprachen, wir haben noch nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. In der anderen Übersetzung wird es so übersetzt, wir haben noch nicht mal gewusst, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja? Und das ist tatsächlich eine Tragödie unter den Christen, dass wir Christen sind und Jesus nachfolgen und aber den Heiligen Geist gar nicht kennen. Und dem Paulus war das ganz wichtig, dass wenn man gläubig ist, dass man auch vom Heiligen Geist erfüllt ist. Ja? Habt ihr den Heiligen Geist? Das war seine Frage. Und das ist mir echt aufgefallen. Ich habe gedacht, wow, das muss so wichtig gewesen sein, dass der Paulus das extra fragt. Er hat eigentlich nicht gefragt, habt ihr schon Jesus empfangen? Davon ist er ausgegangen, wobei das musste dann auch noch klargestellt werden. Wir lesen mal weiter. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, und das ist an Jesus. Also auch das hat er erst einmal klargestellt. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Halleluja. Und dann heißt es, und als Jesus ihnen die Hände aufgelegt hatte, Paulus, danke, ihr passt gut auf. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen, heißt es hier wieder. Auch sie fingen an, in neuen Sprachen zu beten oder zu sprechen, in diesen neuen Sprachen, und weissagten, heißt es hier auch noch, oder? Kann man übersetzen, prophetisch, sie redeten prophetisch, also erfüllt vom Heiligen Geist, unter der Inspiration des Heiligen Geistes haben sie dann
gesprochen auch. Das ist eine Definition von Weissagen oder prophetisch reden. Reden unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Aber ich glaube, das konnten sie auch nur deswegen, weil der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Halleluja. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Und auch hier ist anscheinend wieder die Rede davon, dass alle in Sprachen geredet haben. Das heißt nicht, und einige redeten in Sprachen, sondern und sie redeten in Sprachen. Also wir sehen hier ein Muster im Neuen Testament, dass mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist auch dieses Reden in neuen Sprachen gegeben wurde, den Gläubigen. Und ich habe es selber auch so erlebt. Also ich habe das so erlebt, vor vielen, vielen Jahren ich habe es auch schon oft erzählt, dass ich eben da in diesem Gottesdienst war, in der Auferstehungskirche. Und tatsächlich, da haben Menschen eben in dieser komischen Sprache, ich nenne es jetzt mal komische Sprache, ja, weil für mich war das damals komisch, ja, weil ich habe nur gehört, die reden irgendeine ausländische Sprache und ich habe die nicht verstanden. Und ich dachte, naja, das ist vielleicht Hebräisch, vielleicht können die alle Hebräisch, weil die haben in dieser Sprache gesungen und das war so schön. Das klang so wunderbar und ich wusste sofort, boah, das ist irgendwie was vom Himmel, das habe ich noch nie gehört, sowas. Ja. Das klang so wunderschön, so harmonisch und jeder hat was anders gesungen und trotzdem hat es zusammengepasst. Ja. Irgendwie, ich dachte, wow, das ist irgendwie echt, was habe ich noch nicht erlebt. Hat mich nicht abgestoßen, muss ich ehrlich sagen. Obwohl manche denken, oh, da muss man vorsichtig sein, wenn dann das die Leute hören, wenn dann so komisch geredet wird. Die denken, es spinnt. Steht zwar auch in der Bibel, dass das auch vorkommen kann, ja. Aber mich hat es damals absolut angesprochen. Ich habe sofort gemerkt, da ist jetzt irgendwie was Besonderes. Und dann, als ich dann gehört habe, boah, das kannst du auch empfangen, war ich gleich dabei, ja. Und ich habe es auch gleich. Habe es auch gleich erlebt. Und es wurde dann, so wie es hier in der Bibel steht, man hat für mich gebetet, die Hände aufgelegt, für mich gebetet, dass ich erfüllt werde mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Und ich habe eigentlich gar nicht so ein großes Gefühl erlebt, aber ich konnte dann die neue Sprache war dann da. Und da habe ich gemerkt, wow, ich habe jetzt was empfangen, was die in der Bibel auch empfangen haben. Und das hat mich total begeistert. Da haben wir gedacht, Herr, das darf ich haben, was die in der Bibel hatten. Dann darf ich die anderen Sachen vielleicht auch haben, was in der Bibel steht. Ja, dann gilt vielleicht alles, was in der Bibel steht, auch für mich. Und das war so mein Ding. Ja, und das ist die Wahrheit. Alles, was in der Bibel steht, gilt auch für dich und für uns. Und das muss uns aber der Heilige Geist lebendig machen, dass das für uns aufgeschrieben ist, für jeden von uns. Und inzwischen habe ich das zig oder vielleicht hundertfach erlebt bei anderen, wie sie den Heiligen Geist empfangen haben, ja, wie sie angefangen haben, also wie sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, muss ich vielleicht sagen, und angefangen haben, diese neue Sprache von Gott empfangen haben. Und Jesus hat das ja auch schon angekündigt als ein Zeichen für die Gläubigen. Und ich füge jetzt mal alle Gläubigen hin, weil er hat keine Ausnahme da gemacht. In Markus 16 steht, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Und wir glauben doch, Amen. Und dann sollen uns diese Zeichen folgen. Also man glaubt an Jesus und dann folgen die Zeichen, also die kommen dann danach, ja. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, also das ist jetzt ein anderer Punkt, das wäre ein eigenes Thema. Und dann heißt es, sie werden in neuen Sprachen reden und dann noch vieles mehr, sie werden Kranken die Hände auflegen und so weiter. Aber Jesus sagt, das ist ein Zeichen für Gläubige, dass sie in neuen Sprachen reden. Und er spricht es ganz allgemein aus. Er macht sagt nicht, das ist nur für manche oder nur für wenige, sondern das ist für die Gläubigen. Halleluja. Und für mich deckt sich das mit den Aussagen in der Apostelgeschichte, dass da, wo der Heilige Geist gefallen ist oder ausgegossen wurde, dass die angefangen haben, ja,
Die fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Und da steht auch immer von allen. Ja? Und das erinnert mich auch an den, was wir von Paulus gerade schon gelesen haben. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Also die Zeichen folgen, ja, dem Gläubigen. Und ja, Paulus hat es auch so ausgedrückt, in 1. Korinther 14, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Also es gibt sehr viele Hinweise, dass das wirklich für alle Gläubigen etwas ist, was wir empfangen dürfen, wenn der Heilige Geist auch auf uns kommt. Oder Paulus hat davon gesprochen, wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle reden in neuen Sprachen. Also der hat davon, ist davon ausgegangen, dass alle in der Gemeinde in neuen Sprachen reden. Also das, da gibt es ganz viele Hinweise. Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz noch, was soll das überhaupt mit den neuen Sprachen? Was bringt einem das, ja? Wenn ich jetzt plötzlich eine Sprache habe und tatsächlich ist es eine Sprache, die man selber nicht versteht. Dann sagst du jetzt, ja, dann macht es ja schon gar keinen Sinn, oder? Und deswegen muss ich euch noch einen Vers vorlesen, damit wir, also wir bräuchten jetzt schon noch ein paar Stunden oder ein bisschen Zeit, um jetzt das noch genauer zu erklären, warum zum Beispiel in manchen Schriftstellen oder in 1. Korinther 12 steht, reden denn alle in Sprachen? Weil da könnte man jetzt wieder meinen, ja, das ist ja doch nicht für alle. Aber das muss man eben genau unterscheiden, weil es gibt verschiedene Arten des Sprachenredens. Das steht auch wieder in 1. Korinther 12. Aber dieses allgemeine Sprechen in Sprachen, das, um Gott damit ja, anzubeten und mit Gott Gemeinschaft zu haben, das sehe ich hier in der Bibel, dass das tatsächlich etwas ist, was jedem Gläubigen zur Verfügung steht oder zur Verfügung stehen soll. Ich lese mal 1. Korinther, da steht, denn wer in einer Sprache, und da ist dieses selbe Wort auch in dieser neuen Sprache redet, redet nicht zu Menschen, und das müssen wir erstmal wissen, an wen geht denn diese neue Sprache? Nämlich ist es so, wenn es gibt eben diese anderen Arten von Sprachen, die auch an Menschen gerichtet ist, die muss dann auch übersetzt werden oder ausgelegt werden. Aber in der Art, wenn die Sprache verwendet ist, wie es hier steht, wer in dieser neuen Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Es ist eine Sprache zu Gott, eine besondere Gebetssprache. denn niemand versteht es. Ich verstehe es nicht, die Menschen um mich herum verstehen es nicht, aber im Geist aber redet er Geheimnisse. Im geistlichen Bereich, in dem Bereich, wo Gott ist, reden wir sinnvolle Sachen. Ja? wir reden zu Gott, es ist eine Sprache, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und es ist eine übernatürliche Sprache. Dann heißt es, wer aber weissagt oder prophetisch redet zu den Menschen, zu ihrer Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet oder in diesen neuen Sprachen, der erbaut sich selbst. Das ist erstmal für dich selbst. Ja? Und das müssen wir wissen und das muss man klar unterscheiden. Dieses Sprachengebet, was für dich selbst ist und für deine Beziehung mit Gott, das ist etwas, was ich glaube, was Gott für jeden Christen zur Verfügung stellen möchte. Weil es wäre auch unfair, wenn das nicht alle kriegen könnten. Weil es ist zu unserer Erbauung, zu unserer Stärkung und zu unserer Gemeinschaft mit Gott. Und es hilft mir total, meine Beziehung zu Gott echt eng zu halten und lebendig zu halten. Weil manchmal weiß man wirklich nicht, wie man noch beten soll. Gerade jetzt letzte Woche, ich sage euch am Donnerstag, als die Nachricht gekommen ist vom Vermieter, wir können nicht mehr in die Halle. Was denkt ihr, was da in mir los war? Denkst du, oh, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt arbeiten wir da so lang dran, so hart und haben so viel reingesteckt, so viele Stunden, so viel Arbeit und haben jetzt die Gottesdienste dort und freuen uns alle, dass wir uns... Und dann sowas, da denkst du erst immer, hallo, geht's noch, ja. Und dann
Ich sage euch echt, ich habe in Sprachen gebetet, weil ich nicht mehr wusste, wie ich noch beten soll. Ich habe gesagt, Gott, ich brauche jetzt irgendwie Hilfe, ich brauche deine Kraft, ich brauche Weisheit, ich brauche einen kühlen Kopf, ich brauche... Oh, okay. Gott hat immer einen kühlen Kopf. Ja. Und tatsächlich, das hat mir geholfen, wieder zur Ruhe zu kommen, dass ich wusste, Gott hat einen Plan, Gott ist nicht nervös, Gott ist immer noch Gott und es wird nicht sein Reich aufhalten. Ja. Nichts kann Gott stoppen. Amen. Und das war das, was mich dann gekommen ist. Und deswegen möchte ich heute beten, auch für uns alle. Und ich möchte beten, dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Amen. Und wir dürfen füreinander beten. In der Bibel sehen wir, die Jünger haben, auch als sie verfolgt waren, sie haben zu Gott geschrien. Und das heißt, sie wurden neu erfüllt vom Heiligen Geist. Das kann auch passieren. Das ist nicht eine einmalige Geschichte. Er möchte uns erfüllen. Ja? Oder wir können füreinander beten. Wir können die Hände auflegen. Wenn du das möchtest heute, können wir für dich beten, dir die Hände auflegen, dass du erfüllt wirst vom Heiligen Geist, dass wir darum beten, dass du erfüllt wirst und dass auch du anfangen kannst, in neue Sprache zu sprechen, um eben diese übernatürliche Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dafür möchte ich jetzt einfach Raum geben noch und dafür möchte ich noch beten und möchte euch dann einladen, wenn jemand hier ist, der sagt, ja, ich will mehr erfüllt werden und ich brauche diese Erfüllung vom Heiligen Geist, dann würden wir einfach gern noch mit dir beten. Ja? Und auch dir die Hände auflegen, so wie es in der Bibel steht. Und wir glauben, dass der Heilige Geist kommt, dass er dich erfüllt und dass er dir neue Kraft gibt und dich ausrüstet. Ja? Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns ausstatten willst mit Kraft, mit deiner Kraft, Herr. Wir brauchen deine Kraft so sehr, Herr. Wir brauchen deine Hilfe, deinen Geist, Herr, mehr und mehr und mehr. Und Herr, ich danke dir auch, dass du uns diese neue Sprache geschenkt hast, mit der wir Gemeinschaft haben können, mit dir, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, dass wir im Austausch sein können, auf übernatürliche Weise, Herr. Nicht vom Kopf her, sondern vom tiefsten Herzen her, dass dieser innere Austausch stattfinden kann. Und Herr, ich danke dir jetzt für alle, die hier sind, Herr. Und alle, die sich danach ausstrecken und hungrig sind nach mehr von dir, Herr. Dass du jedes hungrige Herz erfüllst, Herr, mit deinem Geist. Und Herr, ich bitte dich jetzt, dass du kommst mit deinem Geist auf uns jetzt. Dass du uns erfüllst, ganz neu, in Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen. Ich danke dir, dass du schon hier bist, Herr. Und dass du Menschen schon berührst, jetzt auch zu Hause jetzt, Vater. Ich bitte in Jesu Namen, dass der Heilige Geist zu Hause jetzt auf die Menschen kommt, die zuschauen und zuhören, Herr. Ich danke dir für deine Güte, Herr, und deine Barmherzigkeit und Liebe, Herr. Dass du uns deinen Geist demonstrierst, dass du uns demonstrierst deine Kraft, Herr. Dass du uns Demonstrationen des Geistes schenkst, Herr, die über unser Vermögen und über unser Können hinausgehen, Herr, weil du unter uns bist, Herr. Und Herr, das danach suchen wir und danach hungern wir und das wollen wir, Herr, dass die Menschen erkennen, Gott ist in eurer Mitte. Und nicht wir machen hier eine Show oder wir machen irgendein Programm, Herr. Wir können nichts ohne dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Komm, Heiliger Geist, und fülle uns, fülle deine Gemeinde, Herr, fülle deine Kinder mit deiner Kraft, Herr, mit deiner Salbung, mit deinem Heiligen Geist, in Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen, wir erheben dich, Herr. Wir erheben dich, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke. Danke, Heiliger Geist, dass du schon da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du schon da bist. Danke für deine Kraft, für deine Salbung, Herr. Halleluja. Dass du uns ausrüstest, Herr, mit Kühnheit und Mut, Herr. Jesu Namen. Ja, ich möchte jetzt
alle die einladen, wir müssen den Gottesdienst leider beschließen, aber ich möchte alle die einladen, die sagen, ja, ich möchte Gebet empfangen für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, auch für diese Zuteilung von Kraft und Salbung und auch das Sprechen in neuen Sprachen, dann bleibt einfach jetzt noch da nach dem Gottesdienst oder kommt hier nach vorne und wir beten gerne mit euch noch. Wir beten mit euch, dass der Heilige Geist auf euch kommt, euch erfüllt. Halleluja. Musst du noch mal was ankündigen? Noch mal? Ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach eine starke Woche. Gott ist mit euch. Amen. Wenn ihr schon in neuen Sprachen reden, beten könnt, dann will ich euch ermutigen, lasst euch davon nicht entmutigen, das zu gebrauchen, weil es setzt einfach so viel frei, ja. Halleluja. Yeah, you can continue. Yeah, thank you. Thank you. Ja, Vater, ich danke dir jetzt. Ich segne jetzt diese Gemeinde jetzt, dass du mit ihnen gehst jetzt, dass dein Friede, deine Kraft, dein Geist mit ihnen ist, Herr. Und dass wir deine Zeugen sein können in dieser Welt, Herr. Dass du lebst, Jesus, weil du lebst und auferstanden bist. Amen. Gott segne euch. Amen. Und ihr seid eingeladen. Kommt, jeder, der Gebet empfangen möchte, kommt jetzt. Wir beten auch für euch. Amen. Schön, dass du auf unseren Online-Kanal geklickt hast. Ich bin René Stebani, Pastor in der biblischen Gemeinde Schweinfurt. Wir sind hier eine freie christliche Gemeinde und unser Anliegen ist es, Menschen wie dir und mir zu helfen, in eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus zu kommen, mit ihm zu leben und ihn und seine Liebe immer mehr und immer besser kennenzulernen. Und dabei dann zu entdecken, was für einen genialen Plan er für dein und mein Leben hat. Vielleicht bist du durch das Programm, durch das, was du gesehen und gehört hast, irgendwie angerührt in deinem Herzen oder inspiriert oder du hast ein Gebetsanliegen und brauchst Hilfe. Du kannst gerne mit uns in Kontakt kommen oder du kannst einen unserer Gottesdienste besuchen. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite. Ja, vielleicht bis bald. Tschüss und sei gesegnet.